der Suche nach den extremsten Gegenargumenten. Deswegen treffe ich heute Christoph Mörgeli von der SVP in Bern. Herr Mörgeli, was spricht dagegen, den Teil des Einkommens, den man sowieso unbedingt zum Leben braucht, bedingungslos zu machen? Es spricht dagegen, dass der Mensch ein Homo Ökonomikus ist. Das heißt, er nimmt immer den kürzesten Weg zum Geld. Und wenn wir ihm das Geld frei ins Haus schicken, wird sich gerade der Mensch, der mit wenig zufrieden ist, nicht mehr bemühen, aufzustehen, die Arbeit zu tun, Schweiß, Mühsal und Tränen zu tragen. Aber ist das nicht gerade der Grund für ein Einkommen, dass der Mensch viel schneller an die Frage kommt, ich komme schneller an Geld und was kommt dann? Ist das nicht das Interessante? Das ist, glaube ich, nicht interessant, denn das Menschenbild ist insofern falsch, als wir auf unserer Welt nicht im Überfluss leben. Alles ist verzweifelt knapp. Es ist nicht so, dass einige böse Menschen den anderen etwas wegnehmen, sonst wäre für alle genug da, sondern unsere Erde bietet uns nichts. Wir müssen es uns hart erarbeiten. Das Mittel dazu ist der Kapitalismus, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, und wir müssen immer mehr erwirtschaften, sonst ist es nicht möglich, die steigende Anzahl Menschen auf diesem Planeten zu ernähren. Tun Sie das, was Sie wirklich wollen? Ich tue das, was ich will. Ich tue auch manches, das ich muss. Am Morgen würde ich lieber ausschlafen als aufstehen. Sie sagen, der Mensch nimmt immer den kürzesten Weg zum Geld. Ist es bei Ihnen auch so? Aber selbstverständlich, ich würde doch dieses Grundeinkommen gerne einsacken. Ich würde es nehmen, ich kenne niemanden, der es nicht nimmt, wenn es sich anbietet, aber es ist nicht sinnvoll. Wäre das nicht gerade für die Unternehmen und für die Wirtschaft interessant, wenn die Menschen einfach wegfallen, die nur aufstehen, weil sie zum Arbeitsplatz müssen, sondern dass die morgens zur Arbeit kommen, die motiviert sind, die dort sein wollen, sind diese Menschen dann nicht viel innovativer? Nein, das glaube ich nicht, denn es ist eher so, dass diejenigen, die schon faul sind, dann noch fauler werden und dass wir einen ganzen Rattenschwanz an Menschen mitschleppen. Irgendjemand muss das bezahlen, das heißt, diejenigen, die produktiv sind, müssen noch mehr abgeben, müssen noch mehr Steuern leisten. Unser Land wird zur Steuerhölle und diejenigen, die etwas haben, werden ausreisen, werden verschwinden. Und was machen wir dann? Dann werden wir nicht mehr über ein Grundeinkommen diskutieren, sondern darüber, wie wir noch zum täglichen Brot kommen. In der Schweiz wird ja die Freiheit des einzelnen Bürgers sehr hoch gehalten. Wäre das bedingungslose Grundeinkommen auf wirtschaftlicher Ebene gesehen nicht so wie das Stimmrecht auf politischer Ebene? Es gibt natürlich nicht nur Rechte, es gibt auch Pflichten. Und die Pflicht, sich selber zu erhalten, ist gerade in einem freiheitlichen Staat ganz wichtig. Wir appellieren hier an die Selbstverantwortung und es darf nicht ein Fixum vom Staat erwartet werden, das wie das tägliche Wetter einfach so vom Himmel fällt. Was würden Sie tun, wenn diese Initiative angenommen würde? Ich fürchte, das würde schwierig, ich würde sicher mehr bezahlen müssen und wie alle Schweizer müsste ich eine Massenzuwanderung ertragen. Denn es ist ja klar, wenn es auf der Welt nirgendwo so ein Geschenk gibt an die Einwohner, dann kommt man hierher. Und ich gehe, glaube ich, nicht fehl in der Annahme, dass das dann nicht nur Europa sein wird, sondern auch Afrika, Asien und alle Teile der Welt. Ist es nicht letztendlich doch eine Vertrauensfrage in die Mitmenschen, in das Volk? Selbstverständlich, wenn die Bürger das wollen, dann wollen sie das. Sie müssen dann aber auch mit den Konsequenzen leben. Das ist bei jeder Abstimmung so, das ist in der direkten Demokratie so. Und die Schweizer haben sich ausgezeichnet durch ausgeprägten Realitätssinn. Utopien sind schön, Utopien sind vielleicht auch wichtig und nötig, aber es sollen Utopien bleiben. Das Schlaraffenland existiert nicht hienieden, so leid mir das tut. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ich bin Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Ich bin 54-jährig. Das stimmt ja nicht, ich muss nochmal anfangen. Ja. Ich bin 53. Gut.